Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein Expertenteam der Internationalen Atomenergieagentur hat mit der Inspektion des ukrainischen Kernkraftwerks Saporischschja begonnen. Rund um die von russischen Soldaten besetzte Atomanlage wurde auch heute wieder gekämpft. Aus Sicherheitsgründen sind momentan nur noch 2 der 6 Reaktoren in Betrieb. Radioaktivität ist bislang offenbar nicht ausgetreten. Widersprüchliche Meldungen gibt es darüber, wie lange Mitarbeiter der Delegation in dem AKW bleiben. In gepanzerten Fahrzeugen erreichen sie am frühen Nachmittag ihr Ziel. 14 Experten der Internationalen Atomenergieagentur am Atomkraftwerk Saporischschja. Nach eigenen Angaben konnten die IAEA-Experten bereits erste Inspektionen auf dem Gelände durchführen und mit russischen Offiziellen sprechen. Wir werden also unsere Analyse fortsetzen. Lassen Sie die Welt wissen, dass die IAEA in Saporischschja bleibt. Die Inspekteure sollen nach russischen Angaben bis mindestens Samstag vor Ort bleiben können. Das Expertenteam war mit Verspätung am AKW angekommen. Ihre Reise mussten sie nach eigenen Angaben für etwa 3 Stunden unterbrechen und an einem ukrainischen Checkpoint warten. Diese Bilder sollen zeigen, wie Explosionen die Stadt in Nargoda unweit des AKW erschüttern, noch bevor die Experten das Kraftwerk erreicht hatten. Beide Kriegsparteien werfen sich gegenseitig vor, für den Beschuss rund um das Kraftwerk verantwortlich zu sein. Aus Moskau heißt es, man wolle die Mission unterstützen. Am Ende solle allen klar sein, dass die Ukraine für den Beschuss verantwortlich sei. Natürlich würde man ihnen all die Spuren zeigen, die die ukrainischen Bombardierungen und der ukrainische Beschuss hinterlassen haben. Wir haben darauf bestanden, dass an der Mission Experten für Ballistik teilnehmen. Die Ukraine warnt derweil davor, dass Russland den Experten ein verzerrtes Bild der Lage in Saporischschja präsentieren könnte. Seit heute ist die Energiesparverordnung der Bundesregierung in Kraft. Darin sind verschiedene Maßnahmen zum Stromsparen festgeschrieben, die helfen sollen, Deutschland unabhängig von russischem Gas zu machen. Sie sieht unter anderem vor, öffentliche Gebäude nur noch bis 19 Grad zu beheizen. Die Beleuchtung von Gebäuden und Denkmälern aus ästhetischen Gründen wird ausgeschaltet. Leuchtreklame darf nur in der Zeit zwischen 16 und 22 Uhr betrieben werden. Zudem sollen Klauseln in Mietverträgen ausgesetzt werden, die eine Mindesttemperatur in Wohnungen vorschreiben. Weitere Informationen, was mit der neuen Energiesparverordnung jetzt gilt, finden Sie in einem Überblick bei tagesschau.de. Von heute an müssen Autofahrer für Sprit wieder tiefer in die Tasche greifen. Grund ist das Ende des 3-monatigen Tankrabatts der Bundesregierung einer Steuersenkung auf Kraftstoffe. Der ADAC schätzt, dass Superbenzin der Sorte E10 bis zum Nachmittag rund 22 Cent mehr kostete als gestern. Bei Diesel waren es etwa 8 Cent. Branchenvertreter gaben als Hauptgrund gestiegene Großhandelspreise an. Aus Sicht des ADAC sind die drastischen Preissteigerungen unbegründet. Nicht nur Privathaushalten drohen aufgrund der Energiekrise immer höhere Kosten, auch Unternehmen geraten zunehmend unter Druck. Einer der größten Düngemittelproduzenten Deutschlands, die Stickstoffwerke Piesteritz, musste wegen der hohen Gaspreise die Produktion bereits teilweise unterbrechen. Um einen kompletten Produktionsstopp zu verhindern, fordert das Unternehmen dringend Entlastungen bei der Gasumlage. Die Stickstoffwerke Piesteritz gehören zu den größten industriellen Erdgasverbrauchern in Deutschland. Vor den Toren Wittenbergs produzieren normalerweise 860 Mitarbeitende Stickstoff für die Düngemittelproduktion. Und das für die Logistikbranche so wichtige AdBlue, auf das unter anderem 90% aller Lkw angewiesen sind. Die Produktion wurde zunächst gedrosselt wegen der hohen Gaspreise. Inzwischen stehen bereits die Ammoniakanlagen still. Das Unternehmen SKW befürchtet ein endgültiges Aus, von dem auch viele andere Branchen in Deutschland hart getroffen würden, hieß es heute bei einem Krisentreffen. Stehen diese LKWs, dann stehen wir nicht nur vor leeren Regalen in den Supermärkten bundesweit, sondern wir haben dann auch das Problem, dass nicht nur der Standort SKW betroffen ist, sondern die Belegschaften ganz, ganz vieler Unternehmen. Im Osten Deutschlands mit vielen mittelständischen und kleineren Unternehmen müssen immer mehr Betriebe wegen der hohen Gaspreise schließen. Etwa dieses Dachziegelwerk im Landkreis Börde mit rund 300 Mitarbeitenden. Oder diese Bäckerei in Dessau, die wegen explodierender Energiekosten bald nur noch Brot für 7 Euro hätte verkaufen können.
Bei den Stickstoffwerken Piesteritz dürfe es nicht so weit kommen, warnt der Wirtschaftsminister aus Sachsen-Anhalt und hat in Berlin Unterstützung gefordert. Dass das, was ich im Moment vernehme aus Berlin speziell, und das ist der entscheidende Schlüssel, glaube ich, sehr positiv ist, dass es hier in den nächsten Tagen, vielleicht in den nächsten Wochen, aber vielleicht schon in den nächsten Tagen auch Lösungen geben könnte. Trotzdem steht der 1. Oktober für den Beginn einer möglichen Kurzarbeit im Raum. Mitten in der Hauptrückreisezeit zum Ende der Schulferien in mehreren Bundesländern treten die Pilotinnen und Piloten der Lufthansa morgen in einen ganztägigen Streik. An den Drehkreuzen München und Frankfurt fallen laut der Airline 800 Flüge aus. Voraussichtlich 130.000 Passagiere sind betroffen. Hintergrund sind die gescheiterten Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaftsvereinigung Cockpit fordert unter anderem 5,5% mehr Lohn für das laufende Jahr und anschließend einen automatischen Inflationsausgleich. 83 Jahre nach dem Überfall auf Polen durch Nazi-Deutschland hat die polnische Führung eine Entschädigung gefordert. In einem Gutachten berechnet Warschau seine Weltkriegsschäden auf mehr als 1 Billion Euro. Für das, was die deutsche Besatzung damals angerichtet hat, will das Land nun Reparationen. In Berlin wurde die Forderung zurückgewiesen. Man sehe keine Grundlage für derartige Zahlungen. Am Anfang sprechen die Bilder. Das komplett zerstörte Warschau und die original wieder aufgebaute Altstadt. Dann die Zahl 1,3 Billionen Euro. So hoch seien die Schäden, die Polen im Zweiten Weltkrieg erlitten habe. Polens nationalkonservative Regierung will auch offiziell Reparationen von Deutschland fordern. Wir dürfen nicht so tun, als wäre das alles schon erledigt, nur weil jemand denkt, dass Polen eine deutlich niedrigere Position hätte als andere Länder. Das Datum für die Vorstellung des Berichts, symbolträchtig, der Tag des Weltkriegsgedenkens, begangen auf der Westerplatte mit einer großen Zeremonie. Die Opposition gedenkt in Warschau und sieht hinter dem Bericht vor allem Wahlkampftaktik. Denn gut die Hälfte der Polen befürwortet Reparationen und im nächsten Jahr sind Parlamentswahlen. Die deutsch-polnischen Beziehungen würden darunter leiden. Die Menschen sehen es negativ, wenn die Beziehungen zu unserem Nachbarland und unserem größten Wirtschaftspartner wegen kurzfristiger Ziele der aktuellen Regierung immer schlechter werden. Die Frage nach Reparationen. Für die deutsche Bundesregierung ist sie politisch und rechtlich abgeschlossen. Polen habe schon im Jahr 1953 auf weitere Reparationen verzichtet und das mehrfach bestätigt. Selbst die Regierungspartei PiS rechnet nicht damit, dass in naher Zukunft Gelder aus Deutschland fließen werden. Politische Beobachter sagen, die Partei wolle vor allem vom innenpolitischen Druck ablenken, unter dem sie steht. Dazu gehört vor allem eine extrem hohe Inflation, die sie nicht in den Griff bekommt. Menschen ab 12 Jahren können sich voraussichtlich bald mit einem angepassten Corona-Impfstoff boostern lassen. Die Europäische Arzneimittelbehörde hat 2 Impfstoffe von BioNTech und Moderna freigegeben. Sie sollen gegen die Omikron-Variante BA1 schützen. Damit Ärztinnen und Ärzte schnellstmöglich mit den Booster-Impfungen starten können, müsse auch die Ständige Impfkommission ihr Okay geben, fordert die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Die Vereinten Nationen werfen der chinesischen Regierung im Umgang mit den Uiguren Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. In einem neuen Bericht ist von glaubhaften Vorwürfen von Folter, Misshandlung und unrechtmäßiger Inhaftierung die Rede. Nachdem die Ergebnisse veröffentlicht wurden, hat die Bundesregierung China aufgefordert, Gefangene sofort freizulassen. Peking reagierte empört. Der Bericht sei, so wörtlich, komplett unrechtmäßig und ungültig. In der 4-jährigen Amtszeit der UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet ein Dauerthema, die Menschenrechtsverletzungen in Chinas Provinz Xinjiang. Im Mai reist Bachelet nach China, doch sie bleibt vage, kritisiert Peking fast gar nicht. Genau das werfen viele westliche Regierungen ihr vor. Denn längst gibt es deutliche Hinweise darauf, dass in Internierungslagern im Nordwesten bis zu 1 Million Uiguren und andere Minderheiten inhaftiert und gefoltert werden. Während Bachelets China-Reise werden geheime Dokumente und Fotos veröffentlicht, die Menschenrechtsverletzungen durch die Chinesen dokumentieren sollen. Monatelang hält sie ihren Bericht unter Verschluss. Stattdessen klagt sie über politische Einflussnahme. Ich habe einen Brief erhalten von mehreren Ländern, etwa 40 von ihnen, in denen verlangt wurde, den Bericht nicht zu veröffentlichen.
Buchstäblich in letzter Minute, 10 Minuten vor Mitternacht und vor dem Ende ihrer Amtszeit, publiziert Bachelet ihren Bericht dann doch noch. Entscheidend, Chinas Umgang mit den Uiguren könnte ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit sein. Der Bericht entlöst willkürliche Festnahmen, Unterdrückung von Religionsfreiheit und Identität, schwere Folterungen, Repressalien und Drohungen gegen Uiguren und deren Familienangehörige. Der Bericht ist ein Werkzeug der amerikanischen und westlichen Strategie, um China durch das Thema Xinjiang zu kontrollieren und basiert auf den politischen Absichten einiger antichinesischer Kräfte. Das Hochkommissariat für Menschenrechte in Genf. Nach dem Ende von Bachelets Amtszeit gibt es hier noch keine Nachfolgeregelung. In 3 Jahrzehnten vom toten Abwasserkanal zum sauberen Fluss. In Castrop-Rauxel im Ruhrgebiet ist heute die Renaturierung der Emscher gefeiert worden. Das milliardenteure Projekt war Anfang der 1990er Jahre beschlossen worden. Die Emscher verläuft im nördlichen Ruhrgebiet über rund 80 Kilometer von Holzwickede bis nach Dienstlaken, wo sie schließlich in den Rhein mündet. Die Emscher, der wohl teuerste Fluss der Welt. Jeder Meter kostet 64.000 Euro, denn in den vergangenen 30 Jahren wurde der Fluss aufwendig renaturiert. Zuvor war die Emscher jahrzehntelang der Abwasserkanal des Ruhrgebiets. Mit der Industrialisierung war hier der größte Ballungsraum Europas entstanden. Das Abwasser der Menschen sowie die Gifte aus dem Kohlebergbau wurden einfach in den Fluss geleitet. Aus der Emscher wurde eine Kloake. Anwohner wie Iris und Paul Brugt, die seit 65 Jahren an der Emscher leben, erinnern sich. Man musste immer warten, wie ist der Wind, geht es heute, Besuch kommt. Oh nee, heute machen wir wieder die Duftkerzen an oder wir gehen lieber rein. Und heute, wir können sitzen, es passiert nichts, es ist einfach schön. Um den Fluss zu reinigen, wurde ein komplexes unterirdisches Abwassersystem gebaut. 400 Ingenieure leisteten Pionierarbeit. Eine Mammutaufgabe, die auch für die Veränderungen im Ruhrgebiet steht. Ohne den ersten Emscher-Umbau, wo die Emscher kanalisiert wurde, einbetoniert wurde, hätte es den industriellen Aufschwung des Ruhrgebiets nicht gegeben. Nun durch den zweiten Umbau können wir den Fluss den Menschen zurückgeben und damit eine blaugrüne Landschaft, eine Perlenkette entlang des Reviers schaffen. Mit einem Festakt, an dem auch Bundeskanzler Scholz teilgenommen hat, wurde diese weltweit einzigartige Flussrenaturierung heute gefeiert. Der Norddeutsche Rundfunk in Schleswig-Holstein steht wegen möglicher Parteilichkeit in seiner politischen Berichterstattung in der Kritik. Heute nahm der Kieler Landesfunkhausdirektor Tormählen einen Monat unbezahlten Urlaub und erklärte, er wolle so sicherstellen, dass die Aufklärung nicht von Personen verantwortet werde, die persönlich betroffen seien. Bei den Vorwürfen geht es darum, ob Vorgesetzte Berichte politisch beeinflusst haben. Gestern waren der NDR-Chefredakteur für Schleswig-Holstein und die dortige Politikchefin vorerst von ihren Aufgaben entbunden worden. NDR-Intendant Knut sagte, es brauche nicht nur Aufklärung, es müsse auch Veränderungen geben. Der Landesrundfunkrat hat eine Untersuchung angekündigt. Das Landgericht Leipzig hat heute den Prozess gegen den früheren Unterhaltungschef des Mitteldeutschen Rundfunks Voth eröffnet. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Steuerhinterziehung, Untreue, Bestechlichkeit und Betrug vor. Er soll von Musikmanagern aus der Schlagerbranche hohe Geldbeträge gefordert und nicht zurückgezahlt haben. Das Gericht regte bei einem glaubhaften Geständnis eine Haftstrafe zur Bewährung an. Der Skandal war 2011 ans Licht gekommen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 2. September. Ein Hoch über Nordeuropa sorgt zusammen mit trockener Luft verbreitet für sonniges Wetter. Im Südwesten macht sich gegen Abend tiefer Luftdruck mit feuchterer Luft bemerkbar. Die Wolken des Tages lösen sich heute Nacht weitgehend auf. Hier und da bildet sich allerdings Nebel. Morgen ist es zunächst vielerorts sonnig. Später tauchen auch einige Wolken auf und im Südwesten sind gegen Abend lokale Schauer und Gewitter möglich. Im Westen heute Nacht um 15, im östlichen Bergland nur um 5 Grad. Dort morgen unter 20, im Südwesten stellenweise nahe 30 Grad. Am Samstag, abgesehen vom Norden und Nordosten, wechselhaft mit regionalen Schauern und Gewittern, die kräftig sein können. Am Sonntag viel Sonnenschein, aber Montag wieder mehr Wolken und bei zunehmender Schwüle gibt's im Westen